48 hat der maximal Loki. Das ist auch ein Dungeon hier, ne? So. Autofight. Und tschüss. Level up, kein Level up, schade. 17 geben die nur, na gut. Hier ist noch eine Maus mit einem Geschenk. Wieder smash mich. Na gut, 13 geht ja noch. Erfahrung Level 7. Ey. Naja, geht so. Ging so. Na, und nochmal das eine Cookie hier verbrauchen. Und da unten. Croissant, okay. Stun Gun. Quick. Ah. Wow. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. 8 Punkte immerhin aufwärts. Das andere brauchen wir jetzt nicht mehr. Das, total schwachen das behalten, weil ganz einfach aus dem Grunde, weil wir momentan nichts verkaufen können. Erstmal für bis wir in Freak ankommen und dann will ich nicht unbedingt Speicherplatz verbrauchen nötig. Na gut. Hallo, ja. Dann speichere ich mal eben kurz. So. Was steht mir drauf? Way to go! Please come back again! Brick Road. Ah, du bist Brick Road. Du siehst ja nicht gerade gut aus. Maybe it was too easy? My name's Brick Road, the Dungeon Developer. I devoted my life to making dungeons. Thereby combining my skills and Dr. Anonaut's intelligence, I can become Dungeon Man. Und dann bist du von der Superheld, oder was? The first combination of human and dungeon in history. What the hell? Let's meet again once I have become Dungeon Man. Would you like to get a good nice rest? Bei dir? Na gut, okay. Das ist, ich will nicht wissen, was du mit mir anstehst. Take care, come back again. Ja, danke schön. Gut. Und nur noch ein Dungeon. Ja, nee, ist klar. Und ich glaube, das ist ein Heiligtum. Mäh. Oh, haben sie das Chef stark genug? Ja. Level 777 plus das nächste Level, oh Gott. Ah, eine Rowdy Maus, du Scheißfee. Mir, du smash mich jetzt immer zu. Du blödes Mistfee, und macht jetzt ordentlich Schaden. Du kannst dich sogar vorne hinten. Cool. Okay, ordentlich Erfahrungspunkt. Gleich gibt mir sogar noch einen oder anderen Level unterwegs. Und tschüss. So. Und dann noch was bräuchtest du jetzt, glaube ich, noch, ne? 109, okay. Gut, dass die nie treffen. Irgendwie habe ich mehr Glück als Markus irgendwie gerade, ne? Bis der gelitten hat unter den scheiß Geistviechern, ne? Aber es war bei mir anders, auch nicht anders. Huch, da war ein Gegner. Ich hab ihn gesehen. Das war bei mir. Oh, der Klacks. Naja. Das war bei mir auch nicht anders, als ich da bei Streak durch bin. Von daher. Die könnten sogar gefährlich werden, die Viecher. Dum. 54 Erfahrung. Wow. Das ist viel. 21 noch. Na gut. Hamburger. Nom 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 nom. Ach nee, ne? Nicht euer Ernst. Oh, fickt euch doch. Blödes Viecher. So. Gewonnen.
54 Erfahrung und Level 8. Sehr gut, 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 sehr gut. Boah, 11 HP. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Yay. Der wird dann sowieso ganz schön leveln, wenn wir im Krieg sind. Und daher. Oh, was? Ich hab die von hinten angegriffen. Wie hab ich das denn bekommen? Na gut, egal. Autofight. Eine schon mal ausgeschaltet. Na, 20 Schaden, ey. Und tschüss. Ach, 81 Erfahrung. So. Nicht mehr eine Rowdy-Maus. Nicht zwei Rowdy-Mäuse. Ist doch. Was? Ach, nee. Nee. Ach ja, zwei übrigens. Ist Analyse sozusagen. Keine Ahnung. Ach, greifen wir jetzt die Rowdy-Maus an, glaube ich. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja, die smashen nämlich sonst. Die bist du Kanone und das ist dann nicht so schön. So, okay. Ja, es gibt auch nicht Erfahrungspunkte. Die Kämpfe sind nicht so ultra schwierig. Ah, von hinten. Und tschüss. Gewonnen. Wie viel brauchst du noch? Ach, Spielerbein Level Up. Sehr cool. Ja, shit. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber ne, geil. Wie stark der geworden ist, ne? Wenn man jetzt mal mit Level 1 vergleicht. Vorher mal noch voll auf den Popo bekommen, jetzt bashen wir den mit ein bis zwei Schlägen weg. Und Level 9 nochmal ab, ey. Geil. Ach gut, das war jetzt nicht so ganz das geile Level ab, aber ne, gut. Wie Crew hast du? Q9. Wir könnten dann machen, mal schlafen nachher. Mal gucken, ob wir vielleicht noch restaurieren können. Wäre cool. Och nein, keine Pilze. Na. Wow, Insta-Death. Sehr schön. Keine Pilze, keine Pilze, keine Pilze. Keine Pilze. Nicht mit Jeff. Oh, das ist ein Geschenk, ich will ein Geschenk haben. Ich will Loot. Loot. Stratin Evil Mushroom. What? Smash. Und gut. Wenn die uns verpilzisieren, dann haben wir ein richtig... 95! Dann haben wir ein richtiges großes Problem. 95 Erfahrung. Ach du Heilige. Und da oben links oben ist ein Wächter. Chief Bracelet. Okay. Dann wirst du mal eben ein Brettroll, oder? Ja, ein Brettroll essen. Oh, hast noch mal HP dazu bekommen und... Kannst du das ausrüsten oder Glück? Ja, kannst du. Sehr gut. Und mit dem Defense dazu. Das ist sehr gut. Na komm, die geben ordentlich Erfahrung. Sind zwar wahrscheinlich auch entsprechend schwer, aber egal. Oh, gut, dass sie jetzt schon mit einem Schlag sterben. Was zur Hölle? Bist du zu hoch gelevelt, hä? Cookie. Nee, brauche ich nicht. Ja, fick dich. So. Das Cookie-Ding da. Ach nein, ach, ich bin doch blöd. Mann. Wie smash mich die ganze Zeit, ja? Oh Mann. What? Smash und tschüss. Die Leading. 129 und Level 10. Die Level gehen hier eins nach dem anderen, ey. 400, ne, gut, das dauert jetzt ein bisschen. Muss das sein. Muss das sein? Ah, und er trifft nicht. Gut, dass der bisher nicht seine scheiß Pilze versprüht hat. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt kann. Der hier, das Fratin Evil Mushroom, weil ich weiß nicht, ob es hier irgendwo Möglichkeit gibt, das dann zu heilen. Das wäre dann ein bisschen unfair, glaube ich. Aber ne, gut. Was haben wir denn hier? Bottle Rocket. Okay. Patrol essen. Und die Bottle Rocket mitnehmen, auf jeden Fall. Sehr gut. Können wir für Bosskämpfe gut gebrauchen. Na? Hey, ich will es untersuchen. Hallo? Check. Ach nee, ich muss, stimmt ja. Pack of Bubblegum. The Bubble Monkey took a piece of Bubblegum, chewed it and started blowing. Ja. Also da muss man echt ein bisschen schon mal hier drauf kommen, aber eigentlich ist es logisch, ne?
Wenn man weiß, dass er halt das kann. So. Ja, wieso bleibst du... Oh, wieso bleibst du denn nicht gleich oben, du blödes... Das Vieh. So, der Tony ist ein... Zwei Pilze, die mal eben kalt machen werden, für Erfahrung. Ach, Tapi, ey. Das gibt's nicht. Erfahrungspunkte. Sehr gut. Komm her. Yeah! Von hinten genommen! Yeah! Da 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 na 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 natürlich nicht gestorben gleich so ein Mist. Naja, so. Sehr gut. Gut, gut, gut. Hallo. Only less can absorb the power of this place. Ja, toll. Dann, obwohl ich glaube, es sowieso so schwach wäre. Oh, hallo. Was bist du denn? Ein weiblicher Affe. Kioki, keine Ahnung. Now, she's my type. I think I'll ask her for a date. Da musst du dich denn jetzt auch verpissen. Bleib hier, ich brauch deine Hilfe. Oder so. Kann ich jetzt wenigstens das hier wegschmeißen? Don't spit your gum out, even if it has lost its flavor. Na super. Nee. Oh, was ist denn hier unten? Oh, das hört sich ja sehr nach Geige an, ne? Okay, was ist das? Ah, schau mal an. For some reason, something that looks like a very large iron eraser is in the way. Oh Mann. Also ich sehe, glaube ich, so eine komische, in Japanischen ist es eine Puppe, so eine komische Puppe, die aussieht wie diese russischen Puppen, aber die kommen, glaube ich, ursprünglich aus Japan. Nee, du, mit euch lege ich mich nicht an. Mit euch Cavboys, das, ich kann es ja mal demonstrieren, was dann passiert. Darauf habe ich nicht jetzt keinen Bock, aber ich will es einfach demonstrieren. Da kriegt mir so einen sogar down, ich glaub's nicht. Die machen dem Schaden wie nix. So, ich werde einfach mal eine Big Bottle Rocket verwenden. Bums! Haha! Und geben 618 Erfahrungspunkte. Pinkelklang. Level 11, oh yeah, aber nee. Das wäre ein bisschen gescheiter und ich will die Big Bottle Rockets ehrlich gesagt aufheben. Ach, hier haben wir schon das Lab von unserem Vater. Und dann wollen wir mit ihm reden. Vielleicht kann er irgendwie dafür sorgen, dass wir nach Freak kommen. Instant Revitalizing Device. In only a few seconds, this machine fully revitalizes you. Just like a good night's sleep. Ding. Sehr schön. Hallo. Mr. Brickrow, the Dungeon Maker referred you, right? And not only that. What? Who? My son? Oh, I can't believe it. Chef, my son. It's been maybe 10 years since I last saw you. I'm so glad you're such a healthy boy. Those glasses look good on you. How about a donut? Yes? While I was only offering, I'd also like a donut right about now. Have you already checked out Stonehenge? Yes. Well, at least I ask. Okay. By the way, why are you here? Oh, I see. A girl named Paula must have sensed I was here. Okay, I tried to help you out. I'm trying to make a face distorter that can connect two points in space and time. It's still incomplete. I later used another invention I called the Skyrunner. It's a little bit old, but it'll certainly help. When you're bored, always listen for the message that comes from your destination. You get there for sure if you listen to the message. The round machine over there is the Skyrunner. What do you think? Isn't it neat? Get in. Let's get together again in 10 years or so. Ich guess mal, da oben gab's hier irgendwas. Ah, ein Geschenk. Broken Pipe. Ja. Halt das Croissant mehr als der Hamburger oder ist das 60 Hamburger?
50.